Moin und willkommen zu einem neuen Video. Wir sind hier bei der Computex, beziehungsweise jetzt im Tesoro Hauptquartier. Und hier werden ein paar neue Produkte vorgestellt, unter anderem die Stühle hier. Das ist der Alpheon S2 und der S1, auf dem ich gerade sitze. Preislich liegen die bei etwa 210 Euro. Das heißt, es sind etwa günstigere Modelle, zwar über dem Tesoro Zone 710, aber nur etwa 10%. Der Markt, der hier angepeilt wird, ist natürlich unter anderem der Gaming-Markt, allerdings auch so ein bisschen der Homeoffice- bzw. Office-Markt. Wenn wir hier mal das Kissen abnehmen, sehen wir, dass der Stuhl schön neutral aussieht, was mir wirklich persönlich sehr gefällt, denn man hat nicht diese Gaming-Optik, die man oft bei anderen Modellen hat, bzw. auch bei anderen Marken. Das heißt, ihr habt hier sehr neutralen Stuhl, vor allem in Schwarz sieht es wirklich sehr schick aus. Die S2-Version ist hier mit Textil, also auf der Sitzfläche und auf der Lehne, und die S1-Version ist mit Kunstleder, aber perforiert, das heißt auch atmungsaktiv und ja, sollte quasi so ein bisschen das Schwitzen verhindern an heißen Tagen. Das Ganze funktioniert natürlich noch besser mit Textil, allerdings habt ihr natürlich hier den Nachteil, so ein bisschen bei Flecken und sowas, da ist das Ganze ein bisschen empfindlicher. Deswegen auch zwei verschiedene Versionen, da kann man sich hier nach Präferenz aussuchen, was man denn gerne hätte. Bei den Armlehnen haben wir hier 3D-Armlehnen, das heißt, die sind in der Höhe verstellbar. Ich kann es einmal zeigen, einmal hier in der Höhe, man kann sie drehen. Und die sind natürlich gepolstert, also das kennt man so auch schon von anderen Versionen. Außerdem haben wir hier einen Alufuß bzw. eine Aluführung, in der die geführt sind. Das heißt, das sollte auch relativ robust sein und nicht gleich nach ein paar Monaten kaputt gehen. Gegenüber den anderen Modellen wurde die Polsterung noch ein bisschen überarbeitet. Die ist hier ein bisschen dicker gemacht worden bzw. auch auf der Sitzfläche. Das ist gut, vor allem nach ein, zwei Jahren, denn da kann es bei günstigen Stühlen gerne mal sein, dass die sich durchsitzen. Und man dann so endet, dass man entweder auf diesen Metallstäben unten sitzt, beziehungsweise wenn sie dann vorhanden sind, weil hier ist das Ganze mit Fangbändern geregelt, beziehungsweise eben nicht mit Sperrholz zum Beispiel, das kennt man auch ganz gerne, wo dann die Gewindegänge in Holz eingelassen sind und das dann nach der Zeit rausbricht. Das ist auch sehr unangenehm, das ist hier nicht der Fall. Das ist alles in Metall, das heißt eine Metallkonstruktion. Hinten natürlich, beziehungsweise an den Lehnen, eine Rohrrahmenkonstruktion und ja, dadurch ist das Ganze natürlich relativ stabil. Wir haben ja natürlich auch die üblichen Funktionen wie eine Neigung vom Sitz. Das heißt, wir können das hier einmal nach hinten neigen bzw. nach vorne. Außerdem haben wir natürlich auch wie gewohnt eine integrierte Wippfunktion. Den Stuhl wird es erst in zwei Farben geben. Das heißt, einmal in diesem Schwarz auf Schwarz und einmal Rot auf Schwarz. Das ist natürlich auch eine Präferenzfrage. Wenn man denn gerne einen roten Akzent in seinem Zimmer haben möchte oder vielleicht in seinem Gaming-Setup, dann ist vielleicht der rote Stuhl die bessere Wahl. Ansonsten, wie gesagt, der schlichte schwarze Stuhl ist auf jeden Fall super. Größere Menschen jammern hier aber ein bisschen, dass die Sitzfläche oft relativ kurz ist. Das ist hier nicht der Fall. Wir haben eine relativ lange Sitzfläche oder beziehungsweise ein langes Polster. Das heißt, es geht bis vor an die Beine und dann habt ihr auch als großgewachsener Mensch im Normalfall keine Probleme. Die Kissen hier, beziehungsweise einmal Lordosenkissen und Nackenkissen sind ebenfalls dabei. Man kann sie natürlich auch beide abnehmen, weil hinter der Lehne ist ein Clipverschluss. Das heißt, da könnt ihr das Kissen einfach wegnehmen. Wenn ich das mal kurz an dem anderen zeige, habt ihr hier einfach einen Clipverschluss. Den könnt ihr hinter der Lehne einfach aufmachen. Gleiches gilt für das Kopfkissen. Da könnt ihr das Ganze auch relativ einfach lösen. Ja, das war's zu den Stühlen. Die sollen Q2 oder Q3 2019 kommen bzw. erscheinen. Und dann wie gesagt für etwa 210 Euro im Laden erscheinen. Eine genaue UVP gibt es noch nicht. Als nächstes gibt es hier noch eine Brille. Das scheint zwar im ersten Moment ein bisschen komisch. Also ich habe die gerade auf, falls ihr euch wundert. Das ist jetzt nicht wirklich nur für Gamer gedacht, sondern auch für Büroanwendungen. Denn die soll das blaue Licht im Monitor reduzieren und somit quasi die Augen, die den Eye Strain oder beziehungsweise die Beanspruchung der Augen reduzieren. Außerdem sind hier Lautsprecher mit Bone Conducting Technology, das heißt, die leiten die Schallwellen an euren Schädel weiter und sollen somit Ton wiedergeben. Klar, für Musik ist das Ganze nicht wirklich geeignet, denn das klingt dann etwas blechern beziehungsweise nicht ganz so toll. Wenn ihr allerdings nur so Skype-Gespräche oder ich weiß nicht, irgendwelche Sprachnachrichten abhören wollt, dann funktioniert das eigentlich ganz gut und ist für so kurze Sachen auch sinnvoll. Die Akkulaufzeit von dem Ganzen liegt bei etwa 8 Stunden und lässt sich innerhalb von relativ kurzer Zeit wieder aufladen. Das Ganze soll für um die 100 Euro in den Laden kommen und ebenfalls dieses Jahr noch erscheinen. Zwei Sachen haben wir auch noch bei der Peripherie. Wir haben ja als erstes ein neues Mauspad, beziehungsweise ein
Es ist schon fast ein Deskpad, allerdings noch nicht ganz. Man kann zwar Tastatur und Maus darauf ablegen, allerdings ist es noch nicht ganz so die Größe, dass man es über einen kompletten Schreibtisch legen könnte. Das Besondere an dem Teil ist allerdings, wir haben hier eine QI-Ladestation bzw. Induktionsladen. Es ist noch nicht QI-zertifiziert, denn das Ganze ist noch ein Prototyp, soll allerdings auch schon bestenfalls dieses Jahr auf den Markt kommen. Wenn es bis dahin nicht QI-zertifiziert ist, dann bleibt es bei dem normalen Induktionsladen. Allerdings muss man aufpassen, das kann nicht jedes Handy. Zusätzlich hat das Teil noch RGB-Beleuchtung, das heißt, ihr könnt ja das Ganze einstellen, in welcher Farbe ihr es haben wollt. Das kennt man ja von anderen Mauspads auch schon und ist ein nettes Feature, wenn man zum Beispiel ein bisschen Kontrast an seinem Arbeitsplatz haben will oder Ambient-Beleuchtung quasi so ein bisschen. Als nächstes haben wir noch eine andere, ein bisschen andere Art von Controller, und das ist nämlich das Beacon. Das Ganze könnt ihr entweder zum Beispiel an euren Arm oder zum Beispiel an euer Bein machen oder an euren Fuß, und ihr könnt damit in 5 Wegen Bewegungen ausführen und somit Tastendrücke. Das Ganze funktioniert analog, das heißt, ihr könnt quasi einen bestimmten Weg konfigurieren, der zurückgelegt werden kann, wenn ihr zum Beispiel, ja, ich weiß nicht, bei einem Autofahren, wenn ihr euch auf den Stuhl setzt und dann Gas geben möchtet mit dem Fuß, das geht zum Beispiel damit auch ganz gut. Und ja, ist wirklich interessant, denn auch für Spieler mit Beeinträchtigungen, zum Beispiel mit fehlenden Gliedmaßen, da ist es wirklich sehr sinnvoll, denn man kann natürlich da seine anderen Gliedmaßen einbinden, zum Beispiel eben den Fuß oder eben, ja, was weiß ich noch. Das heißt, da ist man wirklich etwas vielseitiger. Unterstützt wird das derzeit allerdings nur vom PC. Die Akkulaufzeit liegt bei 6 Stunden. Danach kann das Ganze aufgeladen werden innerhalb von 25 Minuten, dann ist das Ganze wieder voll. Das könnt ihr auch abnehmen, das ist magnetisch. Das heißt, ihr müsst diesen Klettverschluss nicht jedes Mal abmachen, um das Ganze zu laden. Ihr könnt einfach das Teil selbst lösen und wieder dran klipsen. Ja, das war es erstmal zur kleinen Übersicht von Tesoro, was es hier an neuen Produkten gibt. Ich persönlich finde, es ist wirklich vor allem bei den Stühlen sehr interessant, denn der Preispunkt ist wirklich gut, weil das kennt man ja von Tesoro. Die Preislage ist da eher budgetgerecht, beziehungsweise eher für den kleinen Geldbeutel ausgelegt, was ich auch persönlich besser finde, denn so kann sich das Ganze jeder leisten und man muss nicht Hunderte oder sogar bis zu 1000 Euro für einen normalen Gaming-Stuhl ausgeben. Natürlich gibt es da auch ein anderes Publikum dafür. Das heißt, jemand, der 1000 Euro für einen Gaming-Stuhl ausgibt, beziehungsweise 5000 Euro für einen PC, der kauft sich auch einen 1000 Euro Gaming-Stuhl. Das ist natürlich eine klare Sache. Da gibt es auch einen Markt dafür. Allerdings, wie gesagt, solche Stühle werden sicherlich öfter verkauft und sind auch meiner Meinung nach deutlich besser, beziehungsweise, wenn die Features stimmen, auch für den Preis wirklich gut. Das war's von mir. Ich wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.